Es gibt Krisen auf dieser Welt, die angesichts der Corona-Epidemie aus dem Blick zu geraten drohen. Die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln etwa. Mehr als 40.000, unter ihnen viele Kinder. Zumindest einige von ihnen aus den Lagern herauszuholen, haben Deutschland und andere, aber längst nicht alle EU-Länder versprochen. Heute haben die Innenminister darüber beraten. Gunnar Krüger berichtet aus Brüssel. Kinder auf Lesbos, zwei Zelte für 40 Menschen. Irgendwo im Hinterland. Keine Dusche, keine Ärzte und doch lieber das als Moria. Das offizielle Lager steht für Europas Scheitern in der Flüchtlingsfrage. Zugemüllt und überfüllt. Minderjährige hier rausholen, wenigstens die, die ohne Eltern reisen. Für dieses Ziel sucht Deutschland in Brüssel Mitstreiter und bekommt erstmal Absagen. Wir Niederlande sind der Meinung, wir können alles tun, um den Griechen zu helfen. Die EU macht das ja auch, aber wir nehmen keine Kinder auf. Schweden begrüßt, dass einige Länder nun Verantwortung für Minderjährige übernehmen wollen. Aber wir gehören schon zu denen, die bislang am meisten übernommen haben. Mit dabei sind dann doch 8, vielleicht 9 Länder von Luxemburg bis Deutschland und Frankreich. Die Großen nehmen die meisten auf, doch die Zahl, die Auswahl, der Ablauf bleiben im Konjunktiv. Ich weiß ja auch noch einmal, dass das nicht der große Wurf ist, aber es ist das, was machbar wäre und wo ich auch hoffe, dass genug Energie, politische Energie aufgebracht wird und Einsicht aufgebracht wird, dass wir diese Kinder nicht können in dieser Situation lassen. So verhandelt man weiter. Für Deutschland steht die Zahl von 300 Menschen im Raum, 300, die raus könnten aus Moria. Zum Vergleich, genauso groß ist die Zahl derer, die an einem Tag in Deutschland Asyl beantragen.